gestern Abend von Groß nach Hause gekehrt, geht es heute auch schon wieder weiter. Und zwar fahren wir nach Bruck an der Glocknerstraße, das ist bei Zell am See. Wer diesen Kanal noch nicht kennt, kann ihn gerne abonnieren. Ich nehme euch wieder mit. Viel Spaß beim Video. Wir haben unser Ziel, das Hotel Wofan, gut erreicht. Während wir vor zwei Tagen noch bei brütender Hitze in Griechenland waren, schüttet es hier und es ist dementsprechend kühl. Also werden wir schauen, wie wir den Tag da heute am besten verbringen können. Heute stehen 15 Kilometer Laufen am Programm und nachdem es dafür verwendet, gehe ich hier im Fitnessstudio aufs Laufband. Nachdem ich der Erste hier heute bin, kann ich euch kurz das Fitnessstudio zeigen. Hier haben wir die Laufbänder und das ist schon wirklich groß und bietet sehr viele Möglichkeiten. Und das übrigens ist das Rad, auf dem ich gestern eine Stunde lang fröhlich geschwitzt habe. Nachdem sich das Wetter halbwegs beruhigt hat, geht es für uns heute nach Zell am See. Hier in Bruck befindet sich übrigens, wie man sehen kann, der Kilometer 0 der Großglockner Hochalpenstraße. Vom Bahnhof Zell am See weg führt die Bahnhofstraße als Fußgängerzone Richtung Zentrum. Von Zell am See führt die schmalspurige Pinzgauer Lokalbahn nach Grimmel. Allerdings gab es 2021 Hochwasser und seitdem fährt die Lokalbahn nur bis Niedersilm und ich werde das Stück jetzt noch mitfahren. Etwas mehr als 20 Minuten dauert die Fahrt bis hierher nach Niedersilm und für mich geht es jetzt gleich mit dem nächsten Zug wieder zurück Richtung Zell am See. Für uns steht heute ein Besuch vom Wildpark Fährleitner Programm. Für mich steht heute eine Fahrt auf der Sommerrodelbahn im sogenannten. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man, I still go. Go, 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 go. Eine Runde um den Zellersee. Der Peter von Ich am Weg war hier heuer laufen, verlinke ich das gerne, und der Andi von Unterwegs mit Tobis Maus, ich hoffe ich habe das jetzt richtig gesagt, hat letztes Jahr hier eine Woche Urlaub verbracht und auch ein wahnsinnig tolles Video davon gemacht, verlinke ich euch ebenfalls. Hier im Hotel gibt es außer der 50 Meter langen Schwimmbad noch eine weitere Attraktion, die ich jetzt gerne zeigen möchte. Und zwar diese 100 Meter lange Rutsche, und das ganz Besondere daran ist, dass man sich hier Reifen ausbauen kann und wir, wenn jetzt zu dritt, mit so einem Zweierreifen runterfahren. Thank you.
gibt es ja auch noch diesen wunderschönen kleinen See. Mit einem Blick auf den morgendlichen Zellersee und das Sportcamp Wolfergut möchte ich mich von euch verabschieden. Ich sage vielen Dank fürs Schauen vom Video. Wer das Video bis hierher gesehen hat, schreibt Hashtag Hand in die Kommentare. Ich sage vielen Dank fürs Schauen vom Video. Baba und bis zum nächsten Mal.